Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder Clash Royale und machen die Herausforderung weiter. Also ich würde sagen, wir springen gleich in den Kampf rein. Und los geht's. Mal schauen, ob wir heute mal jemanden bekommen, der ordentlich spielen kann. So. Ja, ein Level 9er gegen Level 9er und er setzt schon seine erste Princess. Das ist nicht so nice. Und wir haben den Knall zum Glück dabei. Oh, die sind ja noch gar nicht richtig down. Schade war's. Okay. Der Ritter gefällt mir davon nicht so. Aber wir werden versuchen, mit dem Mega-Ritter durchzupushen. Das ist unsere einzige Tank-Truppe hier. Und der spielt den Pekka. Das ist so nice, dass er den auf die Seite gesetzt hat. Also setzen wir den Mega-Ritter auf diese Seite. Und unser Mitspieler macht überhaupt nicht mehr mit, oder? Doch, macht er. Er macht noch mit, aber er spielt zu langsam. Der macht nicht mehr so viel wie am Anfang. Das stört etwas. Okay, jetzt haben wir ein richtig dickes Problem, Leute. Oh mein Gott. Wieso habe ich immer so schlechte Mitspieler? Gut, die Skelette waren ganz nice gesetzt, fand ich. Das war mal was Gutes, was er getan hat. Dieser Grabstein oder Friedhof. Ne, das ist ein Grabstein. Das ist kein Friedhof, das ist ein Grabstein. Oh mein Gott. Nein, der Feuerball hat verfehlt. So schade. Es bringt jetzt auch nichts mehr. Der Turm ist verloren. Easy. Gut, egal. Und ja, jetzt brauchen wir noch eine Rocket. Eine Rakete brauchen wir noch. Eine Rakete. Komm, Rakete. Easy going. Easy. Sie schafft es noch. Komm. Sie hat es noch geschafft. Nice. Nice. Super. Er spielt auch die Rakete, also werden wir hier wahrscheinlich verlieren. Ja, das Kampfholz war ein bisschen scheiße gebläst. Und wir haben verloren. Easy. Schade war's. Wirklich schade. Ja. Nice. Wir haben verloren. So. Spenden wir hier mal Starkiller. Machen wir weiter. Aber wir haben eine Krone bekommen. Hier geht es ja um Kronen und nicht ums Gewinnen. Das ist gut. Eine Krone ist immer gut. So, Prinzessin rein. Und die Goblin Gang. Er spielt den Drachen. Mega nice. Und da kommt sein Push. Aber der wird nicht so gut durchkommen. Hoffen wir mal. So, wehren wir das hier mal ab alles. Nice. Auf jeden Fall haben wir schon ganz gut Schaden gemacht, aber sie auch mit ihrem ersten Push. Und da kommt sein Prinz. Den müssen wir abwehren auf jeden Fall. Weg ist er. Nice, nice. Ja, der stört uns jetzt ein bisschen hier, der Holzfäller, aber der ist auch down. Und der Frostzauber war von uns. Der war ganz nice gebläst. Die Rocket hier rein, komm rum, Rocket. Das war ein bisschen zu spät, aber einer geht noch weg. Ja. Er hat Doppelschweinereiter. Nein. Das ist schlecht für uns. Der zweite Schweinereiter geht zum Glück down. Den Turm wollen wir nicht auch noch einbüßen. Ein Turm reicht schon und die anderen zwei Türme sind uns so gut wie sicher. Das sollten wir easy schaffen. Down. Und den zweiten hole ich mir jetzt. Sie haben kein Inferno diesmal. So, er spielt den Prinz. Der ist nicht so nice an der Stelle. Okay. Jetzt den Mega-Ritter rein. Und dann gewinnen wir, hoffe ich, easy. Gut, der Frostzauber drauf und dann ist das auch geklärt. Dachte ich mir zumindest, aber ist nicht so.
Schade war's. Auf jeden Fall, er spielt jetzt Doppelschweinereiter und das ist nicht so nice. Das ist schlecht für uns. Der Turm geht drauf und somit haben wir verloren. Leider. Leider haben wir verloren. Ich hätte auch gern mal gewonnen hier. Sepp. Ja gut. Auf jeden Fall gutes Spiel. Ach ja. Und jetzt die heulenden Smileys. Nice. Aber eine Krone haben wir bekommen. Eine fehlt noch. Ich werde, glaube ich, mal mein Deck umändern. So, das Deck ist geändert und weiter geht's. Ja, gegen den Joao Paulo R und gegen irgendwas anderes, was ich jetzt nicht erkenne. Sepp, down ist es, auf jeden Fall gut. Und da kommen schlechte Chancen für uns auf. Was er da spielt, das sieht schon wieder richtig scheiße aus. Feuerball nicht. Nein, den Feuerball noch nicht. Den brauchen wir nicht. Alles ganz nice abgewehrt, fand ich. Das war gar nicht so schlecht. Ich versuche mal den Hog Rider zu spielen. Und den Eisgeist noch dahinter und dann sollte das passen. Der Eisgeist wird ganz gut aufräumen. Nice. Jetzt haben wir nur noch den Mega-Ritter als Problem. Ein Sepp drauf zumindest erstmal. Ja, Feuerball bringt jetzt nicht so viel gegen Schweinereiter. Aber sie sind schon ganz gut angeschlagen. Durch die Feuergeister und den Feuerball. Ja, Pfeile hat er auch, leider. Sonst wären sie durchgekommen. Das hätte mir auf jeden Fall besser gefallen. So, das geht down. Und die Princess geht hoffentlich auch down. Ist down, nice. Gut. Wir machen hier nicht so guten Schaden. Das ist schlecht für uns. Ich würde gerne die 3 Kronen bekommen. Das würde mir am besten gefallen. 3 Kronen in dem Kampf. Dann wären wir nämlich durch mit der Herausforderung. Das ist doch scheiße, was die hier spielen. Auf jeden Fall. Und schon wieder der Mega-Ritter. Nice. Ey, das nervt. Total. Was soll man denn da machen? Doppelfeuerball. Okay. Der Doppelfeuerball hat ganz gut Schaden gemacht. Sepp. Da kommt seine Banditin. Und sie ist nicht auf die Feuergeister gegangen. Sieht schon so gut wie verloren für uns aus, leider. Seine Princess wird wieder alles vernichten. Hier kann man nicht gewinnen bei solchen Spielern. So, das hier rein. Und die Fledermäuse machen jetzt nicht mehr so viel Schaden. Der eine Turm ist leider schon down, aber das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Ich werde hier versuchen, so reinzukommen. Und ja, er spielt schon wieder seinen Mega-Ritter. Es ist so zwecklos, was ich hier mache. Nice. Wir haben total verloren. Gut. Sie haben gewonnen. Easy. Easy going für sie. So schlecht für uns gewesen gerade der Kampf hier. Okay. Gutes Spiel auf jeden Fall. Viel Glück. Null Kronen, das ist schlecht, finde ich. Eine Krone wäre ja noch nice gewesen, aber null, das ist überhaupt nicht gut. Was haben wir denn noch für Decks? Ich kann ja mal das Deck probieren. So, und ein schnelles Spiel. In der Arena 6 ist das, glaube ich. Ich war lange nicht mehr in der Bauarbeiter-Arena. Oder Werkstatts-Arena, wie man die auch jetzt immer nennt. Ich weiß es nicht. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, dass ich den Namen nicht mehr weiß. Ich war letztes Jahr, war ich letztes Jahr in der Arena? Ich glaube, ich war vorletztes Jahr erst in der Arena noch. Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Und da merkt man sich das auch nicht so gut, wie die Arenen heißen. Viel Glück.
Nice, Doppel-Elektromagier. Oh mein Gott. Das sind so richtig die geilen Spieler, die man hier bekommt. Aber die Elektromagier gehen drauf. Hier das Kampfholz durch. Und der Königsgeist hat's überlebt. Was ein Scheiß. Der Elektromagier sollte dem Schaden machen. Ja, macht er auch. Zauber können den Schaden. Das finde ich gut. Ja, nice. Wir kommen einfach nicht durch hier. Das wird wahrscheinlich ein Unentschieden. Aber wir haben ja beide noch die Hütte. Als ob. Okay. Wir haben beide die gleichen Hütten. Okay. Das überrascht mich jetzt etwas. Aber gut. Finde ich nicht so schlecht, wenn wir die gleichen Hütten haben. Das könnte uns einen Vorteil bringen. So, alle down. Easy. Gut. Und der Miner rein und dann passt das. Hoffen wir doch mal. Aber es bringt überhaupt nichts. Der hat schon wieder seinen Mega-Ritter am Start. Ja, nice. Viel Glück. Und sie schreiben nicht mal zurück. Viel Glück, aber gut. Fangen wir doch mal an. Vielleicht zerstören wir die hier mit 3 Sternen. So, er zeigt die Daumen nach oben. Jetzt weiß ich. Und ja, gut. Er hat den Rambock, den haben wir abgewehrt. Perfekt. So, Pfeile kommen von ihm. So, und das werden wir auch noch abwehren. Er kann sich um die andere Seite kümmern, was er auch hoffentlich macht. Der hat auch die Lakaien, nice. Und diese Kämpfe sehen schon wieder richtig beschissen für uns aus. Leider. Und er spielt den Königsgeist. Nein, Mann. Warum haben denn die denn alle? Ich hab den noch nicht. Das ist so unfair. Jeder hat den scheiß Königsgeist. Außer ich. Das nervt dermaßen. So, den Tunnelgräber rein. Ich hoffe, der bringt was. Ja, er geht auf die Dings. Aber die Barbaren, die gehen rüber. Warum gehen die Barbaren da rüber? Warum? Das ist doch nicht zu fassen. Ich finde, das ist richtig schlecht für uns, der Kampf schon wieder. Aber vielleicht kommt der Holzfäller einmal durch und er macht noch etwas Schaden, aber nur ein Hit hat er geschafft, leider. 2 Hits wären auch übertrieben nice gewesen. Da wäre der Turm schon auf 2000. Und die Barbaren sollten hier was machen. Da kommt sein Königsgeist, der bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Wir machen etwas Schaden am Tower. Einen Schuss haben wir bekommen. Leider nur ein Schuss. So, der geht drauf. Und ein Hit noch. Nice, wir haben gewonnen. Gutes Spiel, viel Glück. 2 Spiele noch. Also 2 Kronen noch, glaube ich, waren es. Ja, es waren noch 2 Kronen. Dann haben wir die Kronentruhe und die Herausforderung voll. Nice, weiter geht's. Das Deck lohnt sich auf jeden Fall. Weiter geht's. Lade. Okay, viel Glück. Den Königsriesen zuerst rein. Ja, das Kampfholz dagegen. Das war super, das Kampfholz. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich hätte gedacht, ich werde einen Goblin auslassen, aber er hat das perfekt gesetzt, sodass ich auch getroffen habe. So, Skelette weg. Er hat den Päcker. Perfekt. Der Päcker kann hier richtig gut aufräumen. So, hier den Miner rein. Die werden alle jetzt zuerst auf den Miner losgehen. Und dieser Tornado ist schon wieder richtig nervig. Aber wir haben richtig gut Schaden gemacht schon am Turm. Und das kleine Zeug, da können wir auch noch abwehren. Das wird jetzt nicht so störend sein. So, die Barbaren bräuchte ich jetzt. Barbaren sind am Start und sie haben mehr Schaden als wir gemacht. Nice. Auf jeden Fall sieht schon wieder richtig gut für sie aus. Einen Turm bekommen sie easy. Und er landet keinen Hit mehr, leider. So, da fehlt nur noch eine Krone und die schaffen wir jetzt noch. Letzter Fight.
So. Gut. Eine Krone noch, die holen wir uns jetzt. Schnelles Spiel und dann wird das was. Die letzte Krone. Wir sind auf dem Weg zu dir. Viel Glück. So, den Miner erstmal rein. Schaden am Tower. Und er spielt die Elite-Barbaren. Die sind ganz gut. Ich habe hier noch den. Ja, der kam richtig nice. Das Kampfholz. Den Kampfholz. Das Deutschholz von mir ist wieder am Start, Leute. Ihr merkt es natürlich. So, die Hexe ist so gut wie abgewehrt. Die macht keinen Schaden mehr. Ich werde jetzt den Königsriesen spielen. Egal, was da drüben gespielt wird. Er wird sich drum kümmern. Und ja, der Königsriese und Wutzauber OP. Gut gespielt. Gar nicht so schlecht, finde ich. So, das ist alles abgewehrt, hoffe ich. Ich hoffe, der hat noch irgendwas dagegen. Unser Mitspieler. Gut, der Turm geht leider down. Schade war's. Aber wir kriegen hier die eine Krone. Hoffe ich doch. Und unser Mitspieler macht überhaupt nichts. Er schüttelt die ganze Zeit. Er hat bestimmt Elixier voll gehabt. Er hätte was machen können, aber er macht einfach nichts. Der macht so wenig, der Typ. Ich versuch's jetzt mal mit dem Königsriesen. Elite-Barbaren, Königsriesen könnte was werden. Könnte. Oh mein Gott. Der Inferno Tower ist so schlecht gewesen. Der ist so schlecht gewesen, Leute. Aber der Königsriese kommt durch und kassiert den Tower. Nice, gutes Spiel. Der Tower gehört uns. So, Eismagier rein gegen die kleinen Kobolde noch. So, weg damit. Nicht schlecht. Die haben bisher ganz gut abgewehrt, die Gegner. Bisher sind alle Gegner gut gewesen. Zumindest die letzten alle. Die ersten Gegner gingen noch ziemlich gut. Aber die letzten sind ziemlich OP. Und der Turm gehört uns. Easy, Leute. Easy. Den holen wir uns. Noch ein Königsriese. Dann ist das geklärt. Sepp. Und down. Nice, Leute. Zwei Kronen sogar noch. Gutes Spiel und den letzten Kampf noch gewonnen. So ein Gegner hätte ich die ganze Zeit haben müssen. Der hätte bestimmt richtig gut mitgespielt. Aber egal. Wir haben es ja trotzdem geschafft, die Herausforderung. Viel Glück, meinen sie. Ja, ich schreibe auch mal viel Glück zurück. Wir holen uns jetzt noch den Rest und dann ist das auch geklärt. Dann haben wir die drei Kronen. Und der Kampf ist schneller vorbei. Gutes Spiel. Viel Glück. So, dann öffnen wir jetzt noch die Kronentruhe. Und holen uns die 2000 Gold noch ab. Und dann wäre das auch schon erledigt hier. So, 2000 Gold. Nice. Das Bild sieht doch gut aus. Herausforderung abgeschlossen. Mal schauen, was die nächste Herausforderung sein wird. So, und jetzt noch die Kronentruhe. 687 Gold. Zwei Gems. Zweimal den Hogrider. Leider nur zweimal. 28 mal Skelettfass. Und siebenmal die Seppis. Die haben wir fast Level 4. Die würde ich gerne Level 8 bekommen. Und 51 mal den Minenwerfer. So, ich werde das jetzt hier alles noch schön zusammenschneiden, dass ihr das euch nicht so lange anschauen müsst. Das ging bestimmt jetzt über 20 Minuten, die ganzen Kämpfe. Und dann war's das mit dem Video. Und schau, Leute, lasst dein Like da.